ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Habe jetzt 4 Eiweiß übrig. Und da habe ich gedacht, okay, machst du wieder ein paar Plätzchen. Habe ein paar super Plätzchen rausgesucht und die wollte ich mit euch zusammen machen. Und als nächstes kommen 200 Gramm Zucker in den Mixer rein. Damit nicht alles am Deckel bleibt, gebe ich hier einen Zeberwisch. 30 Sekunden auf Stufe 10. Ist das Schokolade? Das ist keine Schokolade. So, der Puderzucker wird dann einmal umgefüllt. Als nächstes geben wir die Mandeln rein, und zwar ca. 200 Gramm. Fülle das dann auf mit Haselnüssen. Dann habe ich quasi 100 Gramm Haselnüsse und 100 Gramm Mandeln. Und das geht für 10 Sekunden auf Stufe 7. Das war schon laut. Das war laut, das stimmt. So, das wird jetzt auch wieder umgefüllt. 100 Gramm getrocknete Cranberries. 10 Sekunden auf Stufe 7. So, die Cranberries geben wir jetzt zu den Mandeln. So, es gibt nichts Besseres als den Thermomix, weil sonst könnte man das alles nicht so machen. Jetzt kommen 2 Eiweiß rein. Da ich ja 4 hatte, habe ich das ein bisschen geteilt. Es kann sein, dass das ein bisschen mehr ist. Eine Prise Salz. Das geht für 2 Minuten auf Stufe 3,5. Und zwar wird jetzt der Rühreinsatz entfernt. Jetzt gebe ich 150 Gramm von dem Puderzucker und dann die zerkleinerten Nüsse mit dem Cranberry. 20 Gramm selbstgemachten Vanillezucker. 10 Gramm Mandellikör, zum Beispiel Amaretto. 2 Teelöffel Honig. Und das lassen wir 20 Sekunden auf Stufe 2. Das war's. Noch einmal mit dem Spaten alles nach unten schieben. Und das lassen wir jetzt nochmal für 10 Sekunden auf Stufe 2. So, wenn man den Trick raus hat, dann geht das einfach. Einfach so nehmen und dann sofort hier in den Puderzucker reingeben. So, einmal drehen das Ganze und schon hat man das Plätzchen fertig. Also einfacher geht es gar nicht. Ich habe die etwas kleiner gemacht. Laut Rezept sollten es 12 bis 15 Plätzchen werden, aber ich finde es so besser. Gerade in den Ofen reingetan, ja, und lasse das jetzt ungefähr 15 Minuten in den Backofen. Also die sehen richtig, richtig gut aus und jetzt gebe ich die hier auf diesen Rost. So, das war es natürlich wieder schon von mir. Ich hoffe, dass dieses Rezept euch gefallen hat. Aus dem Cookidoo, macht es nach. Die schmecken wirklich richtig super lecker und macht die nicht zu groß, ja. Also das reicht allemal, diese Größe. Was hatte ich gesagt? Etwas, keine Ahnung, 30 Plätzchen oder so. Ja, aufbewahren in eine Box, ja. Und ja, ansonsten gibt es nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken.